Okay, da sind wir wieder. Und den letzten Zügen heute. Also, was sollten wir eigentlich machen? Genau, wir machen jetzt das hier und dann machen wir noch Lord Lake und dann ist es genug. Ernsthaft. So, wir haben es jetzt leichter hier als vorher, denn ihr wisst ja noch, dass das ein ziemlicher Ölgarten war und ziemlich lang. Das haben wir jetzt leichter, aber trotzdem nervig genug. Und ich weiß leider nämlich auch nicht, wie dieser dämliche. Hier gibt es zwei Charaktere, die jetzt holen. Der eine ist noch halbwegs einfach. Naja, eigentlich beide gleich scheiße. Bei dem einen weiß ich, wo ich hin muss, bei dem anderen kenne ich die Abzweigung nicht. Das ist die Scheiße. Schlagt sie einfach die Gegner. Obwohl geschätzt haben sie jetzt alle ein bisschen mehr Energie, aber die machen halt wenigstens so einen immensen Schaden wie die, oh, Creeper Beat. Wie die anderen Teile. Das ist schon mal falsch. Und das ist hier auch so ein so ein Ding wie die Cinder-Ruinen, wo wirklich alle zwei Schritte ein Gegner kommt. Wenn der gute Zweig nicht den scheiß Treasure Hunt hätte und die Schätze finden würden wollte, dann würde ich dem Magie noch geben. Schade eigentlich. Stupid waste. Kann sich nur um Jahre handeln. Also das originale Ziel, wo wir hinwollen, ist der erste Weg rechts. Also nicht das, wo wir jetzt langlaufen eigentlich, sondern die andere Seite. Also wir müssen hier nach sowieso ganz zum Anfang zurück von der Höhle. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, dass ich was suche. Also das sind so viele Gänge und Abzweigungen, Alter. Oh, Gott sei Dank. Ja, es ist in der Tat schon lange her und ich wünschte, es müsste nicht sein wieder. Bei ihm hatte ich, glaube ich, schon die Dings abgegeben, die Wertung, ne? So 10%. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist, ihn zu kriegen? Du darfst jetzt nicht schnell drücken. Also du darfst ihn, wenn du jetzt A drücken, X drücken würdest, dann würde der ganze Text stehen, ne? Du musst immer warten, bis dieser Push-Button da steht. Der wird dann immer langsamer mit mir reden, wenn er sich aufregt, und du darfst nichts wegdrücken, sonst kriegst du den nicht. Und das ist fies. Muss man überlegen. Das erste Mal gespielt und hat dann die 108 Sterne voll gehabt, der hat dann noch gefehlt. Du hast gesagt, warum kriegt man den nicht? Der kann nicht kämpfen, gar nichts. Ich glaube, der ist nicht mal halt irgendwie. Hat der was Besonderes? Der Treasure Hunt? Ich weiß es nicht, aber ich glaube noch nicht mal.
verarscht einen das Spiel. Wer kommt auf so eine Scheiße? Oh, vor allem er mit seinem Filthy, Alter. Ein paar hundert Jahre später. Danke. So, ich weiß nicht, was der macht, wenn er Treasure hat. Potchfinder. Okay, nehmen wir auch. Rauskanten kann man ja immer noch, Leute. Also er war dafür, war er gut, genau. Potchfinder. Ich würde so gern keine Sackgassen laufen, aber ich weiß, dass ich es tue. Ich weiß auch gar nicht, was. Ich weiß gar nicht, wie viel man da mehr kriegt, ob das ein bestimmter Prozentsatz ist, ob der jetzt dann doppelt an Geld kriegst oder so. Ich habe keine Ahnung, ne? Oh, thank God. Dankeschön. Dankeschön. Kaylee. Ja, das ist dann wieder so ein. Das ist übrigens gerade, dass die Dings was gesagt hat, die Lorelei, den Namen Kile. Das ist immer, wenn du. Also du konntest von Sekunden 1 bis 2 die Spielstände übernehmen. Das ist so wie ähnlich wie bei Mass Effect 1, 2, 3. Das finde ich eine geile Sache. Dann aber nicht mehr. Wird auch keinen Sinn machen, weil das andere in der Vergangenheit spielt, das vierte, leider. Es ist aber so, wenn du Charaktere hast, die sich schon mal irgendwo gesehen haben, die haben noch immer so einen Kommentar über, wenn es nur der Name ist. Also, die kennen sich aus Sekunden 1 und eventuell 2, ich weiß es gerade nicht mehr. Yep, it's you, all right.
Ich weiß gar nicht, wie der in dem Spiel ist. Den habe ich, glaube ich, nicht gekriegt. Ja, der gute Killer ist schon cool. Ah, ich wollte gerade sagen, aber hier kommen ja auch noch Gegner. So, habe ich doch noch hergefunden. Als letzte Amtshandlung. Suchen wir nochmal die Stadt. Suchen die Stadt nochmal durch und dann. Machen wir Feierabend. Ich bin nämlich leider leicht abgenervt. Den Grund werdet ihr nicht sehen. Ich werde euch hier hingespult haben. Ah, das ist hier nochmal ein bisschen entspannt direkt. Ja, hier hat sich jetzt alles gut gemerkt, seitdem wir den Stau da, den Damm gemacht haben, läuft das hier wieder. Zum Glück, ich kann ja nicht mal was kauen, hab ja die Kamera, den scheiß Mikro noch im Ohr. Auf dem Weg hier haben wir viele Gegner getötet, wir haben noch ein, zwei coole Rüstungen gekriegt, wir haben noch ein, zwei mal richtig aufs Maul gekriegt. Wir haben eine Rüstung gekriegt, wir haben gleich einen Orb gekriegt. Ja, ein langer Weg, wir haben ein bisschen Geld wieder zusammengekriegt von dem ganzen Scheiß, den wir verbraucht haben. Und und ja, so. Geht's jetzt weiter? Okay, jetzt haben wir ein paar Freunde gemacht. Thomas ist jetzt unser Freund, Talgei ist unser Freund, Dörsch ist unser Freund. Damit haben wir schon wieder quasi auch im Schiffsbereich eine neue Flotte. Und ich glaube, Dr. Silver wird es eventuell auch noch. Ja, Dr. Silver bewegt sich jetzt auch endlich Richtung Victoria Castle vielleicht. Ja, hört sich die Musik wieder schöner an. Ja, super, da haben wir jetzt doch tatsächlich noch eine Menge Rekruten aufgenommen, die ich zeigen kann. Oh, was für ein Glück. Ey, ich habe wirklich, ich schwöre euch, ich habe alles gemacht, was ich normalerweise auch mache. Irgendwas hakt beim Spiel, ich weiß nicht was. So, jetzt seht ihr, dass man hier auch durch die Stadt durchlaufen kann. Jetzt sind hier wieder Sachen offen, alles ist wunderschön. Ja, Spaß ist wirklich sehr cool, dass das jetzt so ist, ne? Leider haben wir von den Gassen, die wir jetzt hier durchlaufen können, nichts. Nicht mal eine Truhe, die hier denn irgendwie zur Belohnung rumliegt, weil man das so toll gemacht hat. Aber ja gut, noch mehr Häuser, ja gut. Was ganz gut wäre, wäre ein Appraiser hier.
könnten wir gebrauchen. Und dann Hotel halt, ne, zum Speichern. So, dann haben wir hier den Block, da geht es nicht weiter. Das Hotel nehmen wir, glaube ich, ganz zum Schluss dann. Die Katze haben wir nochmal weggetreten. Dann können wir hier hoffentlich nicht. Sieht nicht so aus, nein. Ja, da ist eh nichts mehr. Ne, da wird es nichts mehr geben. Jetzt können wir hier unten nochmal langlaufen. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Glück. Ach du Scheiße. Kommt hier gar nicht mehr lang. Dann gibt es noch eine andere Brücke, ne? Ja. Ja, ist aber schön. Die Musik hört sich jetzt auf jeden Fall schön freundlich an. Da haben wir noch Ruhe. Und genau, mit dem Eisenhammer können wir ins Zwergencamp. Oh. Vater im Himmel, danke. Ich weiß nicht, wissen schon, wie es nächstes Mal weitergeht. Und ansonsten hat sich nämlich wirklich gar nichts ergeben eben. Und das Schlimme ist wirklich an einer Stelle, wo ich definitiv weiß, wie es geht. Also das habe ich noch im Kopf drin, weil das so eine nervige Aufgabe war. Da ging das nicht. Ich hab mich richtig wütend gemacht gerade eben, ey. So, hier ist das Wasser noch nicht zurückgekommen. Sollen wir noch einen Wasserhahn aufdrehen? Wir gucken noch mal kurz hinter das Haus, ob man da jetzt noch was kriegt. Das ist irgendwie so eine Erinnerung, dass die Truhen hier wieder zu werden, aber das ist Bullshit. Warum sollten sie auch? Ja, genau. Also das Herrenhaus hier von Lord Rovere ist immer noch verwüstet und es fließt immer noch kein Wasser neben seinem Haus, aber obwohl hinterm Haus, ja. Nur hier vorne noch nicht. Ja, und wir haben natürlich keinen Runenmeister in der Stadt, wie ich gerade noch gebetet habe. Deswegen können wir auch nichts machen. Schade eigentlich. Dann können wir wieder über die Brücke rennen, gehen ins Hotel speichern und dann war's das. Denn niemand von uns will, dass ich... Oh, wir können hier doch noch was gucken. Da seht ihr mal doch noch was. Man soll ja nicht zu früh aufgeben, ne? Oh, ich... Habe ich erwähnt, dass ich Lyon hasse? Das ist zugeschlossen. Auch zugeschlossen. Was für ein Orb? Wall Orb. Den können wir leider nicht gebrauchen. Den kann man... Wall Status Effekt zweimal Defensive. Can only defend, ja. Der ist in jedem Spiel das gleiche. Auch den Wall Orb, den könnt ihr, wenn ihr den kommt, gleich verkaufen. Es sei denn, ihr gebt jemanden... Also ihr wollt jemanden, der absolute Prügelautomat ist. Das müsste jemand sein, der die härteste Abwehr im Spiel hat, wirklich eine hohe Abwehr. Und den ihr nicht zum Zaubern oder sonst was gebrauchen könnt. Dem gebt ihr den Wall Orb und dann noch den Firefly. Und dann heißt das, erst immer der erste von den Gegnern attackiert wird. Die gehen alle auf ihn rauf. Er hat die Defensive, seine Defensive mal 2. Und er kann aber nur verteidigen. Er kann nicht angreifen oder sowas. Das ist dann halt das Beschissene daran. Den können wir gleich verkaufen. Hoffentlich gibt er viel Geld. Wow. Oh. Da haben wir ihn doch. Schön auch, dass wir Orbs kriegen, aber keinen, mit dem wir sie verwenden können. Oh, okay.
Scheiß auf ihn. Kannst mal sehen, wie unterschiedliche Symptome. Ich werde ihn nicht ein Stück vermissen. Oh. Ja, natürlich wollen wir, sonst will ich nicht ansprechen. Gott, da haben wir doch noch echt ein paar Rekruts gesehen heute. Okay, jetzt mache ich doch noch eine Amtshandlung. Ich besuche natürlich nicht Beaver Lodge. Ich werde jetzt die verfickten Blinkspiegel nehmen. Ja, ich benutze in diesen Episoden anscheinend wieder Kraftausdrücke, weil sie mich so genervt haben. Ich werde zu meinem Behinderten, dem behinderten Vater der geilen Sau gehen und mich nach einem Meter weiter nach Redfleet bringen lassen, in der Hoffnung, dass ich Borgo gleich nochmal anlabern kann und dann werden wir dann... Ja. Vier Auge, ja. Ja, also ich glaube nicht, dass man den jetzt kriegt. Das ist einer von den letzten, glaube ich, den man kriegt. Aber die Szene, ich kann mich ganz blass dran erinnern, ja. Ach, jetzt darf ich dann selber hinlaufen, darf ich, ja? Danke. Das ist ja so lieb. Er hat jetzt quasi Dings abgelöst. Geh da rein, geh. Das irgendwie... Mann, oh Mann. Okay. Dann haben wir jetzt noch ein Szenario. Und dann gehen wir nach Redfleet. Naja, Seras ist ja auch hier. Haben sich die richtigen vier gefunden. Schön Seras geblendet. Hand vor Augen halten. Ja gut, okay, habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, wir hätten noch nicht mal aus der Burg rausgekommen, um zu testen oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Alles ein bisschen. Ich muss da direkt mal nachschauen. Ich weiß, oder vielleicht kriegt man den noch nicht mal in dem Spiel. Also erst definitiv in Suikoden 2 kriegt man ihn, das weiß ich. Ich glaube 1 auch. Ach du Scheiße, jetzt bin ich wieder hier oben. Muss einmal rumlaufen. Okay, aber wir haben jetzt auch schon wieder. Das hier dauert schon wieder viel zu lange. Das wollte ich nämlich eigentlich an das andere Video hinten dran hängen, aber vielleicht passt es ja trotzdem. Wir werden gleich mal schauen. Ach, der Anfang hat so schön geklappt gehabt heute. Ja, gut, ist ja eigentlich nur das die letzte Stunde, die war. Die letzten anderthalb Stunden, die waren richtig mega scheiße. Das war so verschwendete Zeit, weil das Spiel irgendeinen Furz quersitzen hat. Oder der, die Line ein bisschen Furz quersitzen hat, ich weiß es nicht. Ja, ich nehme gerne, ich fahre hier gerne mit dem Boot hin. Okay, jetzt sind wir hier, warte. So. Immer noch eine Rune. Wir haben beide schon zwei jetzt. Und er kann noch eine dritte nehmen. Das wird dann wohl was zum Heilen sein. Und ihm gebe ich Feuer noch. Vorläufig. War hier der Runenladen? Nee, da war das Boot. Ach genau, dann kann ich die Rune auch gleich fertigen. Gut. Toll. Also die Dings können wir jetzt natürlich ihm hier noch so geben. Drain oder sowas. Passt schon. Hä? So. Verarschen oder was? Ja, egal. Dann kommt's weg. Finden wir sowieso alles nochmal. Vor allen Dingen Drain und Violent. Immer wieder. Okay, wo ist der Händler? Möchte hier irgendjemand mit mir handeln? Wir wollten jetzt nochmal zu Uroboro, ne? Abschluss. Ich glaube, deswegen haben wir das noch zurückgehalten gehabt. Und die Pötte können wir noch machen hier. Oh, Karajan, hören. Bambu-Bonsai, alles. Also, Plum und. Ne, Cherry, was kann ich wegschmeißen? Ich glaube, Plum kann ich wegwerfen. Einmal Bambu. Ich komme hier nicht zum Verkäufer. Oh, ist das ein Elend. Egal. Ach genau, er will ja mit seinem dämlichen General Erbsensuppe reden. Linsensuppe, Entschuldigung. Das geht natürlich nicht. Das wäre auch zu viel verlangt gewesen. Okay, jetzt wird gespeichert. Das war's. Das war heute affig genug. Am Ende jetzt. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich beim Zuschauen und seid froh, dass ich die ungefähr eine Stunde weggeschnitten habe, in der ich nur blind rumlaufe. Dann hättet ihr nämlich umsonst auf die Videos geklickt. Okay, danke fürs Zuschauen. Macht was, startet gut in die Woche. Lasst euch von keinem ärgern. Leben ist kurz. Ciao.